Zutaten für 6 Portionen 6 2 rote Spitzpaprikaschoten 1 Cent gelbe Paprika 6 2 rote Zwiebeln 6 2 Knoblauchzehen 8 4 200 Gramm Staudensellerie A 8 Eier 8 Salz 6 Pfiffel 2 Esslöffel Erdnusscreme zum Beispiel Öltier 8 2 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Eiweiß 8100 Gramm Ziegenkäsetaler Klammer zu 150 Gramm Erdnüsse ohne Salz 6 2 Esslöffel gehackte Kräuter Klammer auf P Paprika putzen würfeln Zwiebeln Lauchschälen würfeln Tomaten geputzen und kleinschneiden N Eier Salz Pfeffer und Erdnusskreide Rin Zwiebeln und Knoblauch in Paprika zufügen 3 Minuten braten Tu Sellerie zufügen mit Salz Pfeffer und Senf Eiermasse zufügen Ziegenkäse gehen Frittata abgedeckt 15 Minuten Ess-Senior mit Erdnüssen und Kräutern dazu, passt ein bunter Salat. Zutaten für 12 Stücke für Rindteig, 200 Gramm Mehl, 2 Messerspitzen Backpulver, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 2 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 50 Gramm Butter, 4 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 750 Gramm Magerquark, 150 Gramm Zucker, 1 Pk. Vanillezucker 1,5 k. Kochpuddingpulver Vanille 1008 Rosinen den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Mehl mit dem Backpulver verrühren und mit dem Zucker, der Butter und den Eiern zu einem glatten Teig verkneten. Eine Springform, Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, fetten und leicht mit Mehl ausstreuen. Den Teig in die Springform drücken und dabei einen Rand hochziehen. Für die Füllung die Butter schmelzen. Die Eier trennen, ein Eigelb für den Guss beiseite stellen, die 4 Eiweiß steif schlagen, den Magerquark, den Zucker, den Vanillezucker, das Puddingpulver, die Butter und die restlichen 3 Eigelb glatt rühren, Rosinen und Eiweiß unterheben, auf den Teigboden füllen und glatt streichen, für den Guss das beiseite gestellte Eigelb mit 2 Esslöffel Sahne und dem Zucker glatt verrühren, auf die Quarkmischung streichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 55 Minuten backen, auskühlen lassen, die restliche Sahne steif schlagen und als Rosetten auf den Kuchenrand spritzen, mit den bunten Fruchtstücken garnieren. Zutaten für 16 Stücke 15 Eier 3 Eigelb Klammer auf M Klammer zu 1100 Milliliter Milch 1150 Gramm gemahlene Haselnüsse 1100 Gramm Buchweizenmehl 1100 G Schokoraspel 1100 Gramm weiche Butter 1200 G Zucker 11 Esslöffel Backpulver 12 Esslöffel Rum 18 Blatt Gelatine 11 Vanilleschote 1300 Milliliter Milch 11 Stück Bio-Zitronenschale 1500 Gramm Speisequark Klammer auf 20% Klammer zu 1250 Milliliter Schlagsahne 1350 Gramm Preis Elbeer Kompott Klammer auf Glas Klammer zu 1 Ofen auf 180 Grad vorheizen Ganze Eier, Milch, Nüsse, Buchweizenmehl, Schokoraspel, Butter 100 Gramm Zucker Backpulver und um ca. 5 aufschlagen Teig in mit Backpapier ausgelegter quadratischer Springform Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, glatt streichen, ca. 30 backen, Boden in der Form auskühlen lassen, Gelatine einweichen, Vanillemark herauskratzen, Milch, Zitronenschale, Vanilleschote und Mark aufkochen, Vanilleschote entfernen, Eigelb und Restzucker verquirlen, Milch und Eimischung rühren und wieder in den Topf geben. Unterrühren erhitzen, bis die Creme leicht andickt, Klammer auf nicht kochen lassen, Klammer zu, etwas abkühlen lassen, Gelatine ausdrücken, in der Creme auflösen, abkühlen lassen, 3 Quark unter die Vanillecreme rühren, Sahne steif schlagen und im Wechsel mit Preiselbeerkompott unterziehen, auf dem Boden verteilen, meint, 4 Stunden kalt stellen. 600 Gramm Kartoffeln, eine Knoblauchzehe, 1 Pt, Lauchzwiebeln, 200 Gramm Kirschtomaten, 1,5 Pt, glatte Petersilie, 80 Gramm Butterschmalz, zum Beispiel Butans, 8 Salz, N Pfeffer, 8 4 Seelachsfilets, 200 Gramm, 1 Esslöffel Zitronensaft, Kartoffeln schälen, vierteln, Knoblauch schälen, hacken, Zwiebeln kleinschneiden, Tomaten waschen, halbieren, Petersilie hacken.
Kartoffeln, Knoblauch und 60 Gramm Butterschmalz, in eine Gratinform geben, salzen, pfeffern, bei 200 Grad 40 garen, 10 vor Ende Tomaten zufügen, Fisch salzen, pfeffern, mit Zitronensaft beträufeln, weitere Auflaufform mit 10 Gramm Butterschmalz fetten, Fisch und Zwiebeln hineinlegen, mit Petersilie bestreuen, restliches Butterschmalz darüber geben, mit Alufolie verschließen. Im Ofen 20 Minuten mit garen, mit Kartoffeln anrichten, mit Fischsud übergießen. Zutaten für 4 Portionen 2 Puten Oberkeulen 8 Salz E Pfeffer etwa 55 Gramm Schalotten K 250 Gramm Champignons 16 2 türkische Lire Butterschmalz 750 Milliliter Rotwein 6 Gra aus ein Lorbeerblatt 1 Zweig Thymian 1 Zweig und 1 und Petersilie 8 2 10 Knoblauch Edelpute salzen, pfeffern, mit Mehl Schalotten schälen, Schorchno mit gewürfeltem Speck in eine türkische Lira Bad 5 Minuten dünsten und herausnehme 1 Pute in restlichem Butterschmal Rotwein und Kräuterstrauß zufüg hackten Knoblauch 10 Salz, Pfeife Cut würzen, zugedeckt 1 14 Stunden Kräuter und Pute herausnehmen, die kochen, salzen und pfeffern. Pute Erdenpilzmix in die Soße legen. Zuge mal 20 Minuten garen. Dazu schmeck. 150 Gramm Spaghetti in Salzwasser kochen. 200 Gramm Hokkaido-Kürbis-Endkernen würfeln und in Salzwasser 5 Minuten blanchieren. 1 rote Zwiebel schälen, in Scheiben schneiden, in eine türkische Lira Olivenöl dünsten. 200 Gramm Tomatenkräutersoße aus dem Glas, Klammer auf zum Beispiel Birkel, Klammer zu, und Kürbis zufügen. Auf die Spaghetti geben. 80 Gramm Feta würfeln, mit Rosmarin servieren. Putenröhrchen mit Wirsingfüllung 250 Gramm Kartoffeln schälen, in Salzwasser kochen. Zerstampfen. 60 Milliliter heiße Milch, 10 neuen Butter und etwas Safran zufügen. Salzen, pfeffern. 4 Wirsingblätter blanchieren. Auf 4 Putenschnitzel 80 Gramm legen, Püree darauf streichen, aufrollen und festbinden, in 1 Esslöffel Öl und eine türkische Lira Butter braten, 50 ml Geflügelbrühe und 50 ml Sahne zufügen einkochen, mit 1 gewürfelten Tomate und etwas Kerbel servieren, pp Hähnchenbrust mit Mangoldgemüse 100 Gramm Reis gar kochen, 1/2 Zwiebel und 1 Knoblauchzehe schälen würfeln. 1/2 Paprika putzen, würfeln, 4 Kirschtomaten halbieren, 250 Gramm Mangold putzen, Stiel herausschneiden, Blätter in Streifen schneiden, 25 Gramm Cashews rösten, 300 Gramm Hähnchenbrust kleinschneiden, in eine türkische Lira Öl braten, herausnehmen, Zwiebel, Paprika und Mangoldstiele, im Bratfett dünsten, Hähnchen zufügen. Mangoldblätter, Pfeffer, Salz, Muskat und Chiliflocken zufügen. Zutaten für 2 Portionen 11 Zwiebel 1 eine Knoblauchzehe 1 je 1 Ki, rote und gelbe Paprika 1200 g Zucchini 11 Aubergine Klammer auf ca. 300 Gramm Klammer zu 1400 g Tomaten 1 je 1 Esslöffel gehackter Thymian Rosmarin Oregano 1 Salz 1 Pfeffer 15 Esslöffel Raff Olivenöl 14 Makrelenfilet Klammer auf ca. 100 Gramm mit Haut Klammer zu 1 1 el Limettensaft ein Ofen mit Auflaufform Klammer auf ca. 20 x 30 cm Mitte Klammer zu auf 200 Grad vorheizen Zwiebel in Spalten und Knoblauch in dünne Scheiben schneiden Paprika 2 cm groß würfeln Zucchini in 1 cm dicke Scheiben schneiden Aubergine längs vierteln, in 1 cm breite Scheiben schneiden, Tomaten grob würfeln, Polenta mit Zwetschgenkompott für Schleckermäulchen Zutaten für 2 Portionen, Klammer auf Hauptspeise Klammer zu, 1 H Vanilleschote 1400 ml Milch, Klammer auf 1,5% Klammer zu, 1100 Gramm Polenta 12 Esslöffel raffiniertes Rapskernöl, Klammer auf mit Butteraroma Klammer zu, Blech mit Öl einfetten, Vanillemark herausgratisen, Milch mit Vanillemark und Schote aufkochen, Polenta unterrühren einstreuen, zugedeckt 15 Quellen lassen.
Vanilleschote entfernen, Masse 1 cm hoch auf dem Blech verstreichen, circa eine Stunde abkühlen und fest werden lassen. Polentaplatte in 16 Rauten, Klammer auf circa 6 cm Seitenlänge, Klammer zu, schneiden, in einer großen Pfanne im Öl in zwei Portionen bei mittlerer bis starker Hitze beidseitig circa 2 Minuten goldbraun braten. Dazu passt Zwetschgenkompott mit gerösteten Mandeln. 2 Zwiebel, Knoblauch, Paprikawürfel, Zucchini und Auberginenscheiben und die Tomaten in der vorgeheizten Form verteilen, Klammer auf, Achtung, heiß, Klammer zu. Kräuter dazugeben und unter mischen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit 4 Esslöffel Öl beträufeln. Im Ofen auf der mittleren Schiene 30 bis 35 Minuten garen, dabei 2 bis 3 mal wenden. Zutaten für ca. 16 Stück, Klammer auf, für den Rührteig, 100 Gramm, weiche Butter, 75 Gramm Zucker, 1 pk, Vanillezucker, 1 pk, Salz, 2 Eier, Klammer auf, M, Klammer zu, 175 Gramm Weizenmehl, Tee, 1 gestr, TL Backpulver, zum Beispiel Dr. Oetker, 1350 Gramm Mandarinen, Klammer auf, Dose, Abt, Gef, Klammer zu, Tee 1 Kilogramm Speisequark, Klammer auf, 20%, Klammer zu, 150 Gramm Zucker, Tee 1 pk, Vanillepuddingpulver, 13 Esslöffel Zitronensaft, 4 Eier, Klammer auf, M, Klammer zu, für die Streusel, 200 Gramm Kokosraspel, 100 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Zucker, 150 Gramm weiche Butter, Ofen auf 160 Grad vorheizen, Butter mit rühren. Nach und nach Zucker, Vanille, Zucker und Salz, unterrühren hinzufügen. Jedes Ei circa eine durch, auf höchster Stufe unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und kurz auf mittlerer Stufe unterrühren. Boden einer Springform, Klammer auf, 28 cm 0 Klammer zu, fetten, den Teig darin verteilen und glatt streichen. Für die Füllung alle Zutaten außer den Mandarinen in eine Rührschüssel geben und mit dem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, verrühren. Dann die Mandarinen unterheben. Die Quarkfüllung auf den Rührteig geben und gleichmäßig verstreichen. Für die Streusel alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit dem Mixer, Klammer auf, Rührstäbe, Klammer zu, auf niedrigster Stufe zu Streuseln verarbeiten. Gleichmäßig auf der Quarkfüllung verteilen. Circa 90 Klammer auf unten Klammer zu, backen. Zutaten für 12 Stücke, 1500 Gramm Hokkaido-Kürbis, 1340 Gramm Mehl, 11 Zweitel pk, Backpulver, 1400 Gramm brauner Zucker, zum Beispiel Diamant, 12 pk, Vanillezucker, 11 Prise Salz, 11 türkische Lire Zimt, 11 türkische Lire Nelken gemahlen, 11 UTL Muskat, 11 Viertel Teelöffel Ingwer gemahlen, 15 Eier, Klammer auf, M, Klammer zu, 1150 g kalte Butter, 1400 Gramm Frischkäse, 1200 g saure Sahne, 1200 Gramm Quark, Klammer auf, 10%, Klammer zu, 140 Gramm Speisestärke Kürbis waschen, Vierteln entkernen und 1 in Stücke schneiden. 500 Gramm Kürbis mit 50 ml Wasser in einem Topf mit Deckel 2010 bis 15 Minuten weich kochen. Kürbis in einem Sieb abtropfen lassen, dann pürieren. Ofen auf 180 Grad vorheizen. 300 Gramm Mehl, LB Backpulver, 150 Gramm Zucker, 1 pk. Vanillezucker, Salz, 1,5 Teelöffel Zimt, Nelken, 14 türkische Lire Muskat, Ingwer und 1 Ei in eine Schüssel geben. Butter in Stückchen dazugeben und zuerst mit dem Rührgerät, Klammer auf, Knethaken, Klammer zu, dann mit den Händen zu Streuseln verkneten. 200 Gramm der Streusel beiseite stellen. Unter den restlichen Teig 80 Gramm Kürbispüree und restliches Mehl rühren. Teig in eine mit Backpapier belegte Springform, Klammer auf, 26 cm 0 Klammer zu, drücken, dabei einen Rand hochziehen. 2 Frischkäse, saure Sahne, Quark, restliches J-Kürbispüree, restlichen Zucker und Vanillezucker, Eier, Speisestärke, Zimt und Muskat verrühren. Füllung auf den Teig gießen. Circa 50 Minuten backen. Streusel auf Kuchen verteilen, weitere 30 bis 40 Minuten backen.
250 Gramm TK Himbeeren, 80 Gramm Zucker, 100 Milliliter Schlagsahne, 60 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 5 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 2 Pk. Vanillezucker, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Zitronensaft, 750 Gramm Sahnequark, 70 Gramm Mandelblättchen, 4 Löffel Biskuits, eine türkische Lira Puderzucker, den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Für die Soße Himbeeren mit Zucker vermischen und auftauen lassen. Sahne und Mehl in einer Schüssel, Klammer auf ca. 3i Inhalt, Klammer zu, mit festschließendem Deckel schütteln. Zucker, Eier, Vanille, Zucker, Salz, Zitronensaft und Quark zugeben. Schüssel verschließen, meint, eine Minute kräftig schütteln. Eine Springform, Klammer auf 20 oder 22 cm, 0 Klammer zu, fetter und gleichmäßig mit den Mandelblättchen ausstreuen. Die Löffel Biskuits in kleine Stücke schneiden und auf dem Formboden verteilen. Die Quarkmischung in die Form geben. Im vorgeheizten Backofen ca. 11 Zweitel bis 13 / Stunden backen. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Den Käsekuchen mit Puderzucker bestäuben. Die Himbeeren gut verrühren und auf dem Kuchen verteilen. 11 Packung frischer Mürbeteig, Klammer auf 350 Gramm, Klammer zu, zum Beispiel Hänglein 1250 g Mascarpone, 1200 Gramm Magerquark, 1100 Milliliter Milch, 1160 Gramm Puderzucker, 1 abgeriebene Schale von 1 Bio-Orange, 1 Mark von 1 Vanilleschote, 1200 ml Orangensaft, 15 Blatt Gelatine, 1200 Milliliter Sahne, 13 Orangen, 150 Gramm Zartbitterkuvertüre, kleinen Randformen, eventuell Rand mit etwas Alufolie abstützen und im vorgeheizten Backofen ca. 2010 bis 15 Minuten backen. Mascarpone, Quarkmilch, Puderzucker, Orangenschale, Vanillemark und Orangensaft, verrühren. Gelatine nach Packungsanweisung einweichen, auflösen, alles unter die Creme rühren und 2010 bis 15 Minuten kalt stellen, bis sie anfängt zu gelieren. 2 Sahne steif schlagen, unter die angelierte Creme heben, Orangen schälen und feiltieren. Teig mit den Orangenfilets belegen, Mascarpone-Creme darüber verteilen, glatt streichen und im Kühlschrank in ca. 60 Minuten komplett steif werden lassen. Kuvertüre schmelzen und Kuchen dekorativ verzieren. Spießchen mit Wettgesiegzutaten für 4 Portionen, 1900 Gramm mittelgroße Kartoffeln, 1-2 Esslöffel, Öl, 1-2 Kartonarin, 1-4 Stiele Thymian Salz, 1 Pfeffer, 250 Gramm Schweinefilet, 1-8 Cocktail Tomaten, 6-1009 Kalorien reduzierte Salami, zum Beispiel du darfst 1950 Gramm Kalorien reduzierter Gouda Kartoffeln schälen, in Spalten schneiden. In 1 Esslöffel Öl 20 Minuten braten, Rosmarin und Thymian waschen, hacken und hinzufügen, weitere 5 Minuten braten, salzen und pfeffern, Schweinefilet in kleine Würfel schneiden, Tomaten waschen, Fleisch, Salami und Tomaten auf Holzspieße stecken, restliches Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Spieße leicht senior mit den Kartoffelwettges servieren. Zutaten tut 6 Portionen 1,5 Beutel Kartoffelpüree, zum Beispiel Pfenny N. Abri Pfony 2 Bio-Zitrone T1 Pk. Vanillezucker E 40 Gramm Zucker E 25 Gramm Grieß 6 Jodsalz 6250 Gramm Magerquark E 1 Ei 1,5 Teelöffel frischer Ingwer Klammer zu 3 Orangen 1,5 Esslöffel Ahornsirup 1 Esslöffel Cointreau nach Belieben 8 etwas Minze Kartoffelpüree Zitronenabrieb Vanillezucker für Zucker Grieß und eine Prise Salz mischen Quark und Ei verrühren Ingwer schälen reiben und zum Quark geben Kartoffelgrießmischung mit dem Quark verrühren, 5 Minuten quellen lassen, 6 Knödel formen in leicht gesalzenes, kochendes Wasser geben, bei schwacher Hitze 15 Minuten ziehen lassen, Orangen schälen, filetieren und Saft auffänden, Orangen und Saft mischen, mit Ahornsirup und Cointreau abschmecken, mit Ingwerknödeln und Minzblättchen servieren, Matcha Latte in eine Schale sieben. Das Wasser auf 75 Grad erhitzen und dazu gießen. Mit einem Bambusbesen oder Milchaufschäumer gut umrühren. Den Tee abkühlen lassen und vorsichtig in eine Eiswürfelform füllen und über Nacht ins Gefrierfach stellen.
die grünen Eiswürfel in ein Glas geben, leicht eher die antauen lassen und dann mit der Pflanzen- oder Kuhmilch auffüllen. Ein bisschen ziehen lassen und ein paar Mal umrühren. Nach Belieben mit etwas Agavendicksaft süßen. Tipp, Sie können den Drink auch mit Honig süßen. Kochen und Backen 9.10.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 301 grünes Risotto Zutaten für 4 Portionen N 200 Gramm Zuckerschoten Klammer zu, 1 Pt. Petersilie E162 Bio-Zitronen eine Chilischote M-Salz 11 P 8 Esslöffel Olivenöl 13 Frühlingszwiebeln 6200 A 200 ml Weißwein D 750 ml Gemüsefond 1150 GTK Erbsen 11 Esslöffel Butter I 80 Gramm Parmesan 1 Zuckerschoten waschen halbierten blanchieren, abschrecken, in ein Gefäß geben. Schale D abreiben, Saft auspressen, Chili Hälfte der Zitronenschale, 2 Esslöffel Zitronenzucker und 7 Esslöffel Olivenöl zufügen, Pü Frühlingszwiebeln putzen, klein in restlichem Öl dünsten, Reis W Tronnenabrieb, 2 Esslöffel Zitronensaft Enfant zufügen, 15 Minuten garen, Eigen, 5 Minuten köcheln lassen, Zuck. Ingwerrotkohl mit Rindfleisch und Reis 1 Stück Ingwer 1 Siemens Zentihektar Lotte eine Knoblauchzehe und 1/2 rote Chilischote hacken 100 Gramm Basmati Reis, Klammer auf zum Beispiel Lorützer Klammer zu, in Salzwasser garen 200 Gramm Rinderhüftsteak klein schneiden, in eine türkische Lira Öl 3 Minuten braten, Heer ausnehmen eine türkische Lira Öl zufügen Ingwer, Schalotte, Knoblauch und Chili, 3 Minuten darin dünsten, 1/4 Rotkohl hobeln, zufügen, mit Zimt, Kreuzkümmel, Currypulver und Pfeffer würzen, 10 Minuten braten, Fleisch, 40 Gramm gewürfelte Aprikosen und 100 ml Brühe zufügen, 5 Minuten garen, Kerne aus 1/2 Granatapfel lösen, zufügen Pilz, Paprika, Ragout 1400 ml Brühe und Haferdrink aufkochen. Buchparagraph Weizen unterrühren dazugeben aufkochen, zugedeckt bei milder Hitze etwa 15 Minuten garen, ab und zu umrühren, abkühlen lassen, 2 Zwiebeln schälen, fein würfeln, Pilze putzen, je nach Sorte halbieren oder grob schneiden, Paprika vierteln, waschen und in Streifen schneiden, Zwiebel, Pilze und Paprika in einer großen Pfanne in Olivenöl bei mittlerer bis starker Hitze 2 bis 3 Minuten unterrühren anbraten, Tomatenmark zugeben, kurz andünsten, Thymian untermischen, restliche Brühe dazugießen, alles aufkochen, zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten garen, anschließend den Deckel abnehmen und in Gemüseofen noch 3 bis 5 Neurodermitis, Ackenschuppenflechte und Co. beugen und heilen mit als 60 tollen Rezepten vielen Experten-Tipp ZS 192 Seiten, H4 24,99 Euro Minuten dicklich einkochen lassen, salzen und pfeffern, 1 Esslöffel Schnittlauch hinzufügen, 42 reichlich Salzwasser aufkochen, Eigelb unter der Buchweizen heben mit Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen. Mit angefeuchteten Händen 6 Klößchen formen und im Salzwasser bei milder Hitze ca. 8 Minuten garen. Abtropfen lassen. Ragout mit Klößchen anrichten und mit restlichem Schnittlauch bestreuen. Gesundheitstipp, Buchweizen ist für Zöliakie-Patienten ein idealer Weizenersatz. Mit seinem hohen Zinkgehalt unterstützt das Pseudogetreide das Immunsystem und fördert das Zellwachstum. Außerdem wirkt sich Zink positiv auf den Wundheilungsprozess aus. 200 Gramm Mehl, eine türkische Lira Backpulver, 250 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 100 Gramm weiche Butter, 6 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 2 Pk. Vanillezucker 1 Esslöffel, Bio-Zitronenschale, 750 Gramm Magerquark, 1 Pk. Puddingpulver Sahnegeschmack 150 Gramm dunkle Kuvertüre den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Die restlichen Eier, restliche Zucker und Vanillezucker, schaumig schlagen. Zitronenschale, Quark und Puddingpulver, zugeben und gut verrühren. Den Teig in einer rechteckigen Springform, Klammer auf ca. 17 x 27 cm Klammer zu, ausrollen und dabei einen Rand hochziehen.
die Kuvertüre hacken und in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Die Hälfte der Käsefüllung mit der Kuvertüre verrühren. Die helle und dunkle Füllung schichtweise auf dem Mürbeteigboden verteilen und mit einer Gabel wie bei einem Marmorkuchen spiralförmig durchmischen. Käsekuchen ca. 90 Minuten, Klammer auf untere Schiene, Klammer zu, backen, Klammer auf Stäbchenprobe, Klammer zu. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 300 Gramm Pasta, zum Beispiel Spaghetti-Tee, 100 Gramm Lauchzwiebeln-Tee, 1 Esslöffel Olivenöl-Tee, 400 Gramm stückige Tomaten, Klammer auf Dose, Klammer zu, 1 Stl. Chili-Con-Carne-Würzmischung, zum Beispiel Knorr 50 ml Sojacreme, Klammer auf 17% Fett, Klammer zu, H2 Stiele Basilikum-Pasta in Salzwasser bis fest kochen. Lauchzwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Im heißen Olivenöl kurz andünsten. Tomatenstücke und 150 ml Wasser zufügen. Chili-Con-Carne-Würzmischung einrühren und unterrühren aufkochen. Zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Sojacreme dazu gießen und kurz erhitzen. E-Pasta in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Mit der Tomatensauce mischen. Basilikum waschen, abtropfen lassen. Blättchen hacken und auf die Pasta bestreuen. Chinha 5 Uhren 7 Knie 7 R. 100 Gramm Möhren schälen in eine türkische Lira Butter und etwas Muskat dünsten, 75 ml Milch zufügen, kochen, pürieren, salzen, pfeffern, je 75 Gramm Brokkoli und Blumenkohl putzen, salzen, mit einer türkischen Lira Öl beträufeln, Blumenkohl auf dem Backblech verteilen, 5 Minuten bei 200 Grad backen, Brokkoli zufügen, 10 Minuten backen. Ofen auf 15 Grad reduzieren. 2 Hähnchenschnitzel 150 Gramm salzen, pfeffern, in 1 verquirlten Ei und 40 Gramm Chiasamen wenden. Von beiden Seiten 2 Minuten scharf anbraten. Im Ofen bei 150 Grad 8 Minuten fertig garen. 14 Esslöffel glutenfreie Sojasauce, Klammer auf zum Beispiel Tamari, Klammer zu, 11/ZTL Johannisbrotkernmehl, 13 Esslöffel raffiniertes Rapskernöl, 150 Gramm Mandeln, 1 Salz, 1 Pfeffer, Klammer auf Mühle, Klammer zu, Fleisch waschen, trocken tupfen, in Streifen schneiden, Kohl in 2 bis 3 cm breite Streifen, dann in mundgerechte Stücke schneiden, Paprika in feine Streifen schneiden, Schaloten und Ingwer fein würfeln, Erbsen antauen lassen, Brühe Sojasauce, Mehl verrühren, Wok erhitzen, 2 Esslöffel Öl hineingeben, Mandeln goldbraun anbraten, beiseite stellen, Fleisch im verbliebenen Bratfett bei starker Hitze unterrühren 2 bis goldbraun, braten, salzen, pfeffern und herausnehmen, 3 Kohl und Paprika im restlichen Öl bei starker Hitze 2 bis unterrühren anbraten. Schalotten und Ingwer zufügen, 2 mitbraten. Die Würzsoße dazu gießen, Mandeln, Fleisch und Erbsen unterheben. Kurz aufkochen, bei milder Hitze 3 ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. GESU und STIPP, Ingwer wirkt entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und antibakteriell. Die enthaltenen Gingerole aktivieren die Kollagenproduktion, wirken gegen Hautunreinheiten und Entzündungen und helfen sogar Narben zu reduzieren. 40 Gramm Pinienkerne, 4 Tomaten, 1 grüne Paprikaschote, 1 Bund Petersilie, 50 Gramm grüne Oliven, Rohstein, 50 Gramm schwarze Oliven, Rohsteinsaft von 1 Limette, 5 Esslöffel Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffer, 2 Biolimetten, 1 Chilischote, 400 Gramm Garnelen, 180 Gramm Kräutersenfbutter, zum Beispiel Mägle, 14 Scheiben CIA-Butterbrotgarnelen mit paar 1 Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett, rösten und herausnehmen, Tomaten waschen, putzen und vierteln, Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden, Paprika putzen, waschen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden, Petersilie waschen, trocken tupfen und fein hacken, Oliven abtropfen lassen, alle vorbereitete Zutaten mit Limettensaft und 2 Esslöffel Öl mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Limetten waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Chili halbieren, Kerne herausgrad Proportion, 498 Kilokalorien kleiner als Asas, Klammer auf 2 Sonntag 1 Sen,
Chilischote waschen und klein hacken. Garnelen waschen und trockentupfen. 2 Esslöffel Öl und 40 Gramm Kräutersenfbutter in eine Pfanne erhitzen. Garnelen darin bei schwacher Hitze 3 Minuten braten. Grad I Klammer zu, in einer weiteren Pfanne restliche Kräutersenfbutter und restliches Öl erhitzen, Brotscheiben darin von jeder Seite, goldbraun rösten. Chili und Limettenscheiben zu den Garnelen geben, kurz mitbraten, mit Pfeffer würzen. Paprikasalsa und Garnelen zusammen anrichten. Nach Belieben Kräutersenfbutterscheiben auf dem Röstbrot verteilen.